Ich darf Sie ganz, ganz herzlich zu dieser Demo hier begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Bauer und ich habe die Ehre, Sie durch dieses Programm, das wir da eine Stunde dauert, führen zu dürfen. Ich glaube, Sie wissen alle, worum es heute geht. Der Konflikt zwischen der Firma GEA und der Finanzmarktaufsichtsbehörde ist jetzt an die 7 Wochen in der Öffentlichkeit. Es geht im Groben darum, dass die Firma GEA ein Finanzierungsmodell sich auf ein Finanzierungsmodell stützt, das ohne Banken auskommt und dass der Finanzmarktaufsicht nicht rechtmäßig erscheint. Wir werden heute noch sehr viel darüber hören. Es wurde eine Unterschriftenaktion gestartet vor wenigen Wochen und ich glaube, es sind, um die Hürden für Klein- und Mittelbetriebe zu erleichtern, an die 10.000 oder 11.000 Unterschriften zusammengekommen und die wurden vor wenigen Minuten an die Präsidentin des österreichischen Nationalrats, Frau Barbara Brammer, übergeben. Mit dabei war Karl Staudinger, das ist ein Jurist und der Bruder von Heini Staudinger, das ist dieser Herr hier, der Chef der Firma GEA. Beide waren im Parlament und haben dieses Bündel an zahlreichen Unterschriften übergeben. Vielleicht, Karl, ein kurzer Eindruck, wie war's? Es gibt verschiedene rechtliche Strategien, wie wir uns jetzt wehren. Die eine ist, dass wir die Bescheide der FMA, die letzte Woche zugestellt worden sind, bekämpfen werden. Da haben wir gar kein schlechtes Gefühl und ich glaube, wir können das Thema hier gut zur Sprache bringen. Und die zweite Schiene ist die Parlamentarische Bürgerinitiative, deren Ziel es ist, klare rechtliche Grundlagen zu schaffen für einfache, unbürokratische Möglichkeiten, dass engagierte Bürger Initiativen, Firmen, Organisationen, denen sie vertrauen, Geld borgen können. Die Präsidentin des Nationalrates hat uns sehr freundlich empfangen, die Unterschriften entgegengenommen, überprüft, ob der erste Unterzeichner auch tatsächlich im zentralen Melderegister aufgeführt ist. Und die Sache geht in Ordnung. Was ganz wichtig ist für euch, erstens einmal haben wir sowieso schon genug Unterschriften eingebracht, damit das behandelt werden muss. Aber es sind... Es sind derzeit 11.000. Ab Mittwoch nächster Woche kann man auch online unterzeichnen. Und wir streben natürlich an, dass möglichst viele Unterschriften zusammenkommen. Der Frontrunner hat 100.000 Unterschriften. In die Richtung wollen wir kommen, damit wir auch einen starken Schub hinter das Ganze zusammenbringen und der Nationalrat auch wirklich bis zum Sommer die erforderlichen, klaren gesetzlichen Regelungen erlässt. Bis zum Sommer ist wichtig, weil dann sind Wahlen und dann sah sie wieder alles ewig. Ja? Also es ist wichtig, dass wir wirklich bis zum Sommer hier eine ordentliche Lösung zusammenbringen und wir werden uns demnächst mit den Finanzsprechern der Fraktionen zusammensetzen und auch mit Mitgliedern des Petitionsausschusses, dass da nichts zu lange aufgeschoben wird und es rechtzeitig auch zu einer Lösung kommt. Bravo!